Kapitel 3: Die Lüge, der wir alle glauben. Falschgeld zu erkennen fängt damit an, echtes Geld zu studieren und damit echtes Geld sehr genau zu kennen. Dasselbe gilt, wenn man eine Lüge entlarven will. Ohne die Wahrheit verstehen, ist es unmöglich, die Lüge zu erkennen. Ein Mythos von monumentalem Ausmaß zerstört die Welt. Die Kirche, Gemeinde Jesu, ist die einzige Gruppe von Menschen, welche die Ressourcen besitzt, um diese Lüge aufzudecken. Aber die Kirche wurde getäuscht und verblendet. Genau wie Eva im Garten die Lüge der Schlange glaubte, glaubt auch die Kirche dieselben Lügen. Eva und Adam dachten, sie könnten eine bessere Welt haben, wenn sie Gott verlassen und ihren eigenen Ideen von Gut, Böse und Gerechtigkeit nachfolgen würden. Diese Lüge war die teuflische Inspiration, welche den Humanismus gebar und so den Sozialismus in die Welt brachte. Sozialismus ist das unerfüllbare Versprechen für eine faire und gerechte Welt. Es ist die Hoffnung auf eine utopische Gesellschaft, in dem alle Ungerechtigkeit ausgelöscht wird. Wie sich herausgestellt hat, ist die christliche Gemeinschaft besonders anfällig für diese Art der Versuchung. Sozialismus bietet alles an, was auch die Bibel anbietet. Es ist sozusagen der Ruf zurück zur Originalversuchung, die heißt, selbst, ohne Gott über Gut und Böse zu entscheiden. Moderne Christen sehnen sich danach zu erleben, wie die Verheißungen von Gottes Königreich auf der Erde etabliert werden. Leider ignorieren sie damit die Tatsache, dass dies das Werk des Heiligen Geistes ist. Römer 14, Vers 17. Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit, Frieden und Freude im Heiligen Geist. Vollbracht durch die Herzen von individuellen Gläubigen. Lukas 17, Vers 21. Man wird nicht sagen, siehe hier oder siehe dort, denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Wenn man die Welt leidenschaftlich so sehen möchte, wie Gott sie verheißen hat und gleichzeitig unwissend ist über das, was die Schrift sagt, ist man anfällig für das, was die Bibel als Gesetzlosigkeit bezeichnet. Gesetzlosigkeit lehnt nicht nur gesellschaftliche Gesetze ab, es lehnt auch Gottes Gebote und Gesetze als Basis für Gerechtigkeit ab. Sozialismus verspricht uns die gleiche Lebensqualität, wie Gott sie verspricht. Aber der Preis des Sozialismus ist der, dass man Gott und all seine Weisheit für Gerechtigkeit ablehnen muss. Menschliche Philosophien ersetzen Gottes Richtlinien von Moral, Ethik und Recht. In den letzten 60 bis 70 Jahren war alles in der amerikanischen Gesellschaft darauf ausgerichtet, jegliches Wissen über Gott auszulöschen. Die Menschen und ihre religiösen Führer haben weiterhin über Gottes Verheißungen geredet, haben diese aber durch menschliche Weisheit und mit gutmenschlichen Mitteln zu erklären versucht. Im Garten Eden hat die Schlange den Menschen mehrere Lügen unterbreitet. Mit der Akzeptanz dieser Lügen wurde das Fundament für jeden Schmerz und alles Leid gelegt, das danach in die Welt gekommen ist. 1. Mose 3, Vers 5 enthüllt die drei Lügen, die zerstörerischer und verdammender nicht sein könnte. Sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werden euch die Augen geöffnet und ihr werdet sein wie Gott und werdet erkennen, was gut und böse ist. 1. Lüge: Wenn ihr auf Gott hört, seid ihr blind. 2. Lüge: Ihr seid jetzt nicht wirklich wie Gott, durch Ungehorsam werdet ihr ihm gleich. 3. Lüge: Um das beste Leben zu bekommen, müsst ihr selbst entscheiden, was gut oder böse ist, unabhängig von Gottes Wort. Der Sozialismus benutzt jede Lüge, die schon im Garten Eden unterbreitet wurde. Sozialisten sehen jede Vorstellung von Gott und seiner Existenz als zerstörerischen, einengenden, religiösen Mythos. Die Moral und Ethik, wie sie in der Bibel dargestellt werden, lehnen sie ab,
Das ist für sie kein Weg zur ultimativen Lebenserfüllung. Die korrupte, luziferische Logik sagt, dass wir nicht nach Gottes Ebenbild geschaffen sind. Deshalb haben wir keine Kontrolle über unser Leben und die Ereignisse auf der Erde. Gut und Böse sind subjektiv, basierend auf den gegenwärtigen kulturellen Trends und ihren menschlichen Normen. Durch die sozialistische Pervertierung des ursprünglich christlichen Mitgefühls wurde die Kirche Jesus Komplize dieser humanistisch-politischen Bewegung, welche Gott komplett ablehnt. An dessen Stelle hat die Menschheit sich selbst gestellt, sich fähig erklärt, Gut und Böse für sich selbst zu entscheiden. Wir sind heute an diesem Punkt angelangt, wo das Gute als Böse und das Böse als Gut bezeichnet wird. Die Welt wurde auf dem Fundament der Gerechtigkeit Gottes erschaffen. Ihre Bewohner sollten gedeihen, indem sie in Harmonie mit dem gerechten Schöpfer leben. Psalm 11, Vers 3 sagt: Wenn die Grundfesten eingerissen werden, was soll der Gerechte tun? Wenn die Gerechtigkeit pervertiert ist, dann ist die ganze Schöpfung in Disharmonie mit Gott und die Fundamente sind zerstört. Dieses Buch soll dir die Augen öffnen für Gottes Weisheit und für seine faire und gerechte Welt. Es ist kein Aufruf, dein persönliches Streben nach Beziehung mit Gott und seiner Gerechtigkeit aufzugeben. Es ist die Chance, dich von jeglicher Täuschung zu befreien und damit deinen Anteil zu Frieden und Gerechtigkeit zu leisten. Allein der Sozialismus ist nicht der letztendliche Feind. Er ist nur ein Werkzeug, das Mittel, die große Täuschung mächtig genug, um den Leib Christi zu verführen und die Welt zu zerstören. Dieses Buch offenbart den wahren Feind. Es beschreibt jene, die durch die Verführung der Welt am meisten profitieren. Es erklärt auch ihren Plan, den sie für dich und die anderen ahnungslosen Bewohner der Erde haben. Ihre falschen Versprechen von Gerechtigkeit werden mehr Schmerz, Leid und Ungleichheit hervorbringen, als die Welt bisher je gesehen hat. Das kann aber nur geschehen, wenn wir der Lüge glauben.